Aldemar HD. Toll. Es ist ruhig auf dem Hügel von Klendatu. Die Expedition wird vorbereitet. Und auf geht's. Hey Leute, ich seid immer mit Kenji. So, diese Folge geht's los. Wir werden die Expedition starten. Wir werden uns jetzt mal eindecken. Wir werden erstmal den Aldemar ausrüsten. Und zwar muss der hier mal das ganze Zeug ablegen. Wir werden nochmal Ruinen durchsuchen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber es ist mir eingefallen. Ich glaube, da finden wir noch ziemlich viel wichtiges Zeug, was wir brauchen unbedingt. Vielleicht gibt es da diese alten Abhandlungen. Ich weiß ja nicht. So. Wir nehmen mal nur Menschen mit. Ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt hier so ein Problem ist. Dann müssen wir... Trepp können wir da nicht mitnehmen und Fumin auch nicht. Wir haben gar keinen menschlichen Arzt, oder? Das ist dann ein Problem. Feldarzt. 3, 1... Da muss halt jemand anders mal Arzt lernen. Ich meine, die meisten mögen ja keine Dingensbummens. Wir haben so viele Dingensbummens dabei. Kate kann ein bisschen Arzt. So, Kate. Nee, Kate darf nicht mitkommen. Scheiße, habe ich vergessen. Die muss die Farm leiten. Vielleicht gehen wir alleine. Wir haben so viele von den Dingensbummens. Sie macht den Brotofen und Kochofen. Nehmen wir mal Vasquez mit. Vasquez, du nimmst jetzt mal ein bisschen... Du bist jetzt unser neuer Arzt. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du das machen willst. Und deswegen kriegst du jetzt dahin und holst dir mal was Tolles. Zum Verarzten. So. Arztkess. So, wir finden ja noch genug Arztklamotten unterwegs wahrscheinlich. Keck können wir nicht mitnehmen. Keck hat hier zu tun auch. Steiner ist zu tun. Vasquez, nein. Nein, hat tonnenweise Klamotten noch dabei. Ja, es wird Zeit, dass wir noch mehr Menschen rekrutieren. Wir brauchen mehr Menschen. Weniger Kopfzeug. Ich glaube, wir sind ziemlich voll. Ah. Komm, dann bauen wir nochmal so eine Kiste. Und dann hat der Aldemar schon wieder vergessen, aufzubrechen. wo haben wir sie denn? Rüstungslager. Ah, können wir auch hier machen, so. Wahrscheinlich jetzt auch noch nicht fertig. Doch, wird sie. Vasquez, okay, dann nehmen wir jetzt Vasquez und Aldemar. Obwohl, ich will schon Kate mitnehmen. Scheiß drauf. Kate kommt mit. Ist mir egal, Kate. Die Aufgaben müssen halt nur ausbleiben. Kate, was hast du denn für Waffen? Du hast... Pass auf, das müssen wir jetzt neu einrüsten. Du nimmst das nicht mit. Wir nehmen nur praktische, schnell schlagende, super tolle Waffen mit. Wir haben noch hier noch Dingensbumsens. Das bleibt hier. Das bleibt auch hier. So machen wir. Ne, wir machen so. Die Säge behalten wir. Das ist wichtig. Ja, das ist eine Ninja-schwere Hose. Das wollten wir doch so nicht mehr machen. Fräulein? Kate ist aber schon lange dabei, aber trotzdem. Könnt noch so ein Leder mitnehmen, aber wir lassen es lieber. Wir brauchen wenigstens ein bisschen was. Der Helm ist aber auch mittlere Rüstung. Auch blöd. Komm, dann nehmen wir wenigstens hier einen... Haben wir nicht noch so einen coolen Hut? Nee. Rang hoch. Komm, nehmen wir den. Müssen uns schon hier ein bisschen leichter anziehen. Nicht so viele Malis haben. Schuhe sind eigentlich... Nee, wir werden sehen. So, das ist Kate. Kate Aldemar Vasquez. Nein. Ist blödsinnig. Dann nehmen wir die drei. So, jetzt brauchen wir eine neue Gruppe. Wo mache ich die denn nochmal? Gruppe? Versklavt. Expedition. Expedizie. So, Aldemar. Kate und Vasquez. Frauenpower. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch Essen. Das ist die... Das nehmen wir mal... Ne, das müssen wir hier lassen. Die sind gar nicht mehr aufgetaucht, ne? Wundert mich. Das lassen wir mal hier.
Heilung haben wir dabei. Schadet ja nie noch eins. So ein schwarzer Strohhut ist doch eigentlich cooler, oder? Aber was wollte ich jetzt machen? Essen. Nehmen wir die mit. Rationspakete 3. Kate nimmt noch was mit. Hier nichts Angefressenes, bitte. Und sie hat auch noch einen Gohan. Da müssen wir nochmal Essen holen mit den anderen. Aber die hier nicht mehr. Die gehen jetzt auf Expedition. So, folgendes. Hier ist eine winzige Siedlung. Das ist ein Wegpunkt. Unknown Tower. Das ist noch irgendwas. Hier ist eine Holy Military Base. Da sind, glaube ich, immer so Roboter drin. Ich weiß nicht, ob wir da mal in der Gruppe hinlaufen sollten. Aber unsere Expedition ist es jetzt auch... wir können da mal gucken. Military Base. Oder wir gucken mal, was hier in dem Unknown Tower ist. Mann, ich hab... Nee, wir wollen die Städte abklappern, richtig? So, pass auf. Dann gehen wir jetzt nochmal zuerst nach... Verlorene Waffenkammer. Das ist was anderes. Da waren diese Roboter drin, ne? Wir gehen jetzt mal zur Military Base. Zuerst. Wollen wir noch was verkaufen gehen? Wir könnten nochmal unterwegs irgendwas verkaufen gehen. Wir könnten nochmal Kupfer verkaufen gehen währenddessen. Dann halten wir nochmal kurz beim Wegpunkt an. Los geht's. Meine Güte. Ich will gar nicht. Ich habe Angst. Aber ich hoffe, ich werde gewarnt, wenn die Siedlung angegriffen wird. Es wäre schon schade, wenn nicht. Wir gehen erkunden. Superschnell rennen wir. Wieder Blitz. Jetzt der Ladescreen, deswegen sind die mal unter der Erde. So, okay. Ich muss unbedingt diese Ballisten bauen. Kann ich ja eigentlich, aber... Ich meine schon. So, dann verkaufen wir mal Herr Aldemar. Wir wollen ja nichts mitnehmen, deswegen gehen wir einfach wieder. Oh, hier waren wir ja noch nie. Wie gesagt, ich würde gerne wissen, ob die Händler immer die gleichen Sachen haben oder auch mal andere Baupläne. Aber wir müssen ja dafür, glaube ich, richtig zu Waffenhändlern gehen, damit wir auch mal was anderes finden. So, das haben wir. Gehen wir jetzt mal zur Military Base. Guck mal, das ist ein Händler. Trifft sich doch gut. Wir sind super weit gekommen. Oder sind das Händler? Alter, was ist denn... Ja, was ist ein Händler? Nur ein bisschen langsam. Zeig mal, was du da hast. Ah, guck mal. Ich hatte doch so einen Bullen-Rucksack gefunden. Komm, wir nehmen so einen Welpen. Sind die günstiger? Rudelbulle. Ziege. Komm, wir nehmen so einen Rudelbullen mit. Kaufen. Der kommt dann direkt. Männlich, weiblich. Komm, wir kaufen Männlein und Weiblein. Die ist ein bisschen alt, aber ne? Auf alten Schiffen lernt man segeln. Guck mal, da haben wir schon was gekauft. Guck mal, die können die auch... Schön, die kommen auch jetzt erstmal ins Lager. Die will ich jetzt nicht mitnehmen. So, die kommen jetzt direkt zur Gruppe von Bob. So, Rudelbullen. Jetzt sind wir schon bei 33.000 angelangt. Gut, oh, die sind kaputt hier. Die müssen mal angegriffen werden. Dann gehen die vielleicht mal wieder. So, jetzt gehen wir zur Military Base. Wir müssen jetzt mal erkunden. Oh Mann, ich sollte mal speichern vor allen Dingen. Cool, jetzt haben wir zwei Rudelbullen. Dafür brauchen wir dann aber Rucksäcke, ne? Die haben keine Rucksäcke, noch nicht. Wir gucken jetzt mal kurz. Oh doch, guck mal. Krass, komm, den nehmen wir mit. Der eine muss mit, der eine Rudelbulle muss mit. Jetzt wird der schon angegriffen. Nee, ne? Das gibt's doch nicht. Den schafft er doch alleine. So, dann kommt der Rudelbulle mit nach unten. Der braucht noch einen Namen. Dran, der Rudelbulle. Das schafft er nicht. Alles klar, krass. Ich dachte, das schafft er. Alter, wir kaufen Rudelbullen, der stirbt.
Komm, noch einen auf den Kopf, dann hast du ihn. Nein! Ist er tot? Nee, ist er nicht. Arschloch. Das gibt's doch nicht. Nix da. Wir sind ja weit gekommen. Komm her, Rudelbulle. Keine Sorge. So. Ach, hätte ich dann... Ich kann ihn doch jetzt nicht mehr umbenennen, ne? Ich dachte, ich kann nur das Aussehen. Stimmt, ich Trottel. Ich glaube, ich kann ihn im Nachhinein noch verändern, oder? Ich meine, das geht noch irgendwie. Aber, naja, gut. Gleiche Geschwindigkeit. Und weiter zur Military Base. Ich wollte mich dann nochmal umsehen. Und der Fumin sollte mal sich beeilen. Fumin? Er rennt dann zurück. Was soll das denn? Aha. Linkes Vorderbein. Nein, hat er die abgebissen? Nur eine Verstimmung. Ach so. Kann er ihn tragen? Geil. Okay. Die Besten werden angegriffen, glaube ich. Oh Gott! Oh shit. Okay. Alter, da will ich doch nur einmal. Macht sie tot. Diese scheiß Hungernden. Guck mal. Die arme Kuh. Der arme Rudelbulle. Das hätte ich sowieso nur noch einen mitnehmen können. Bumm. Fallen gelassen. Zill hat schon voll was aufs linke Bein abgekriegt. Mach die weg, die Lappen. Schnell schlagen ist viel cooler. Funktioniert's, gehen alle zurück. Sehr schön. Dann wieder zur Expedition. Da sind wir, angekommen. Als Militärlager. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was war das nochmal? Als Ninja-Schwert. Guck mal. Eisenplatten, Fleischerbeil. Kann der Rudelbulle auch Sachen aufheben? Ne, kann er nicht. Aber dass hier so viele coole Sachen liegen, das wusste ich gar nicht. Ich meine, wir müssen keine Eisen... Aber jetzt können wir verkaufen. Langes Hackbeil. Fleischerbeil sieht irgendwo draußen. Oh, Alter. Söldnerkeule, Söldnerkeule, Söldnerkeule. Langes Hackbeil. Ninja-Schwert. Alter! Dass ich das nicht einfach auflassen kann. Der Rudelbulle. Ja, Rudelbulle. Ich glaube, sonst gibt es hier nicht viel. Bücher gibt es hier nicht. Also das finden wir in den Militärbasen. Okay. Zerstörter heiliger Außenposten. Aha. Das ist ein Unknown Tower. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Zentrum.
Oder wir gucken, was dieser Undown Tower macht. Ich meine, jetzt sind wir schon unterwegs. Gucken wir jetzt mal nach. Die Weiten. Guck mal. Dreiwetterwüste. Wer ist das? Staubbanditen. Die haben da auch Feuer eingestellt. Eine Fackel. Oh! Die haben da ein Lager. Oh, scheiße. Oh nein, das war's. Wir müssen kämpfen. Oder? Wir sind schnell. Der Rudelbulle aber nicht. Ich hätte mir Leibwächter mitnehmen sollen, ich Trottel. Ich lasse sie irgendwann ab. Rudelbulli, nein! Nein! So, wir werden sie platt machen. Warte, wie viele Staubbanditen sind das denn? Ich glaube, so viel zur Expedition. Hat es schon erledigt. Zack, down! Wir sind noch weit entfernt von guten Kämpfern. Vielleicht laufe ich alleine. Ja? Vielleicht laufe ich doch lieber alleine. Es ist doch die Expedition! Ja, Ende. Meine Güte. Das ist mir zu blöd. Ja, geht. Der letzte Safe. Das war kurz bevor wir los sind. Das war schon der Militärbasis gefunden. Also der Bulle ist zu langsam. Also da müssten wir schon im ganzen Tross gehen, bevor wir da irgendwie was machen. Das ist jetzt kurz nachdem wir den Bullen gekauft haben, ne? Jo. Die laufen hoch, da kommt jetzt bestimmt dieser böse Wolf. Der böse Wolf. Die sollten nach oben. Der böse Wolf war... Der war ja auf einmal hier. Vielleicht ist er aus dem Tross ausgeschert, um die zu töten. Das kann auch sein. Forschung, bla bla bla. Pass auf, wir machen das alleine. Wir gehen mit dem Aldemar alleine dahin. Oder? Nein, wir müssen das im Rudel machen. Aber nicht mit dem Rudelbullen. Aber vielleicht sind wir auch einfach zu wenig. Das ist halt auch blöd. Aber irgendwann sind wir schon viele. So, auf geht's. Military Base, wir wollen mal da zu diesem Tower laufen. Ich muss halt viel mehr speichern wieder. Meine Schuld. Speichern wir nämlich jetzt nochmal ab. Es gibt auch einen Quicksave, aber den will ich eigentlich nicht benutzen. Das sind Söldner. Die dürften mir aber eigentlich nichts tun. Sehr gut. Ich hätte mir auch Leibwächter jetzt noch holen können, ich Trottel. Sollen wir es noch machen? Komm, ich kaufe mir noch Leibwächter. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wenn wir da nochmal befallen werden, dann ist kein Problem. Dann können wir vielleicht doch noch einen Rudelbullen mitnehmen. Aber ich habe Schiss. Der muss ja auch noch essen. Das haben wir auch schon wieder vergessen. Ah, da ist dieser Wolf. Ach, die greifen die ganze scheiß Karawane an. Haben sie die ganze... Nee. Doch, die haben die Karawane... Nee, das war die Karawane, Entschuldigung. Das war nicht die Söldner. Tja. Ist halt mit Laden verbunden. Tut mir leid. Jetzt haben wir halt viele Sachen verpennt. Jetzt laufe ich nochmal zurück. Aber es muss einfach sein. Deswegen, ich wollte deswegen doch auch mal diese Leibwächter mitnehmen. So, hallo, Leibwächter. Nehmen wir direkt 2 Tage. Gleiche Geschwindigkeit. Und jetzt gucken wir uns... Weil, wie gesagt, die brauchen wir, wenn wir so einen Tower öffnen. Und die sind dabei. Können die vielleicht auch einfach mal alle weglegen. Wenn da so Roboter drin sind oder so. Vielleicht finden wir das aber auch nur in diesen Bunkern, wo die drin waren. Das kann ja auch sein. Diese kaputten Spinnen. Naja, wir werden sehen. Den geht's gut, ja? Die Rudelbullen sind da drin. Die Rudelbullen können aber ruhig hier hingehen. Hier.
Das ist Bob. Hallo? Bulle 1, Bulle 2. Müssen wir hier bleiben. Lädt immer noch. Ich mach mal kurz langsam, damit sich das einpendelt. Ah, wen haben wir denn da? Das sind Staubbanditen. Und schon geht's los. Und die greifen an. Ist das der Anführer, ne? Staubboss, die kostet ja auch mal. Jetzt weiß ich auch, wie das mit dem Kopfgeld ist. Man nimmt die mit. Man nimmt die mit. Guck mal, die machen einen kurzen Prozess mit denen. Und das sind die Sklaventreiber. Jetzt sieht man die wieder viel öfter. Sehr schön. Braucht die nicht plündern, das ist ja auch nix. Was ist mit denen los? So, achso, das ist gar kein Staubbandit. Guck mal, Alter, was für eine Armbrust die hat. Krass. Krass. Okay, Unknown Tower. Bin gespannt, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Oh ja. Gespannt. Okay, das sind auch Staubbanditen. Dann räuchern wir die mal aus. Oh, scheiße. Ho! Ho, 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 ho. Rückzug. Und Angriff. Die machen das schon. Wir müssen denen jetzt helfen. Jetzt werden wir die ganze Zeit abgeknallt. Halt euch mal kurz. Du kannst ja mitkämpfen gegen Kate. Genau, geh mal da oben angreifen. Ja, yeah, genau so, Kate. Scheiße. Wir schießen aber auch einfach auf sie drauf. Oh, schnell weg hier. Scheiße, da müssen wir jetzt zu dritt hochgehen. So. Jetzt haben wir da keine Schnitte. So, jetzt mal ordentlich hier konzentrieren. Keine Kacke bauen. Mann, die Leibwächter sind krass. Guck mal, jetzt schaffe ich was. Aber einzeln geht's. Aber sonst... Oh, Vasquez ist down. Wie war das? Was habe ich gerade... Guck mal, er ist ausgewichen. Alter, hier bist du oben rein. Das ist wieder so ein Ding besetzt. Müssen die ausknipsen. Ich will die aushalten, meine Güte. Kate, du bist jetzt unser Arzt, oder? War das... Halt mal, okay. Der alle? Ja, ne? Irgendwas Tolles dabei? Oder waren die sonst wie immer? Die waren scheiße wie immer. Abgetrennte Arm eines Menschen. Aber nicht unser, oder? Das wird jetzt blöd. So, oh, da wird immer noch gekämpft. Jetzt mal hier reingucken. Kämpft ohne Waffe. Können wir überall mal hier reingucken. Sehr schön. Was ist das für ein Relikt? Perlentasse. Motor. Ich auch ein Generator oder so. Zahnstocher-Experte. Alter, mal, jetzt kannst du mal gucken. Kate, nimm mal bitte Vasquez hoch. Wir können noch ein bisschen hier beim Turm bleiben, uns kurz ausruhen. Haben wir den schon mal? Alter. Ist ja ein Loot. Plünderkorb. Ja, den können wir mal eben Vasquez geben. Gut, dass ich das nicht gelernt habe. Scheiße, ich dachte, das brauche ich nur in Städten. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir so ein
Leerer Grogkanister. Cats 7. Boah, ich hab Cats in der Truhe gefunden. Wow. 7. Wir wollen ja hier nicht übertreiben. So, haben wir da Bücher? Normaler Verbandskasten. War das quasi das Staubbanditen-Hauptquartier oder so? Kann ja auch sein. Haschig. Ist das verboten? Ein Rauschgift, das dein Leben ruinieren kann, weil du deswegen... Ach nee, lass mal lieber hier. Mache ich denn da? Das ist ein Sitzdingens. Guck mal, jetzt haben die einfach die ganzen Geschütze besetzt. Haben wir da jetzt hier ein Bett gefunden? Nee, ne? Alter, haben wir da was gefunden? Da war nix. Da unten. Zack. Alle mal hier reinkommen, bitte. So, alle verarztet. Wunderbar. So, warte mal, jetzt können wir auch mal okay, den hier geben. Aha, siehst du? Müssen wir uns jetzt mal schon ein bisschen hier frisch machen. Aber krass, kann ich die irgendwie auch hier abreißen jetzt? Ich kann die nur bemannen. Im Sterben. Wie sieht's in unserem tollen Lager? Hier läuft's, ja. Den Bullen geht's gut. Kein Hunger. Wäre natürlich doof, wenn die jetzt doch irgendwie Gemüse haben wollen. Vielleicht essen die ja Kaktusfrüchte. 11. Oh, sehr schön. Ah, hier geht's wieder los. Ah, die Beppos kommen. Aber die schaffen sie ja wohl alleine. Denken sie es auch schon. Eine Müllspende, bitte! Wie viel es von denen gibt, ne? Es gibt nicht nur Rudel von Tieren, es gibt auch Rudel. Guck mal, die machen auch mit. Nee, macht mal lieber nur passiv und bleibt da stehen. Das regeln die schon alleine, ist nicht das Problem. Sondern würde ich sagen, wir machen mal weiter. Noch irgendwo in der Stadt pausieren. Alter, boah, der ist am Bluten. Meine Güte. Dem haben sie auch gut was abgeschlagen. Die Frage, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Bestimmt in diesem abgeschlossenen Kackkanister. Ah, ich habe keinen Dietrich. Das nächste Mal kaufe ich mir Dietriche oder... Schlossknacken. Ich hab schon Schlossknacken-4, aber kein Dietrich, richtig? Mal Schraubenschlüssel. Schlossknacken. Brauche ich dafür einen Dietrich? Ich will jetzt wenigstens noch einmal kurz gucken, nicht, dass ich mich hier vertue. Hier war das, ne? Ach, so ging das. Dann können wir hier noch ein bisschen lernen. Pass auf, dann können wir hier mal runtergehen. Schlafen. Woo! Alter! Oh, schlafen! Was soll ich denn hier mit der leeren Rockflasche? Blödsinn. Alter. Holzrucksack des Händlers. Holzrucksack des Händlers haben wir ja schon, aber trotzdem gut. Kleine Rucksäcke. Blutrum, Grog. Das ist richtig viel wert. Meine Fresse. Oh, 150 Cats. Lol.
Gott sei Dank habe ich das doch nochmal probiert. Das ist die Erfahrung. Egal, kann man verkaufen. Okay, weiter geht's. Wir sollten jetzt doch schon mal zu einer Stadt gehen, aber wo ist hier die nächste Stadt? Ich weiß, das Faulzahn. Die Heilige Nation, Faulzahn. Blablabla. Söldnergilde, Shinobi-Diebe, Bewohner. Dann gehen wir jetzt mal nach Faulzahn. Zentrum kennen wir in- und auswendig. Weil ich wollte sowieso mal nach Norden. Wieder. So, hoffentlich kommen wir da lebend an. Aber wir haben ja unsere Begleiter. Gute, die es geladen haben. Ich hatte überlegt, ob da liegen bleiben soll und meine dumme Idee ausbaden soll. Oh, da kommen sie wieder. Komm, da müssen wir jetzt kämpfen. Da müssen wir durch. Wir bleiben hier, halten die Stellung. Ja, wir müssen diese ganzen Attribute unbedingt wegmachen. Ping-Pong. Mann, die können aber auch gut blocken, ne? Die Söldner, muss ich echt sagen. Die Staubbanditen. Alter, guck mal, was ist denn hier? Distanz. Oh, die haben auch Fernkämpfer. Guck mal, der hat gar keine Dingenswaffe. Guck mal, die haben, coole Armbrüste. Nee, das sind billige Armbrüste. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, das wären die neue. Schrottbogen. Aber was gibt ja eigentlich? Du bist ein Depp. Jetzt bist du. Ah, da kommen die Sklavenjäger. Ja, es ist wie die Nahrungskette der Menschen. Arzten. Okay, rennen die schon wieder hin? Oh, da kommen die nächsten. Ah, na gut, dann wieder drauf. Aua. Hat direkt den Bolzen abgekriegt. Kommt wahrscheinlich nicht ran. Das war's in den Kopf. Boah, das war's. Oh. Okay, dann jetzt aber weiter. Oh, die sind aber auch mitgenommen. Hier sieht's gut aus. So, die nächsten Waffentier auch mal. Das ist das. Hier. Heise, was machst du denn so Feines? Regensammler, Dietrich-Training, Geschütz-Training. Du machst das schon, Heisi. Okay, weiter. Wer auch immer da gerade marschiert ist. Meine Güte, ist schon weit. Guck mal, das sind nur heilige Minen. Ups. Ja, die machen es schon, ne? Heilige Minen, heilige Farm. So. Können auch mal kurz anhalten und gucken, aber ich glaube. Tolles gibt es ja meistens nicht. Egal, wir gehen jetzt nach Faulzahn. Dass die aber auch irgendwas Faulzahn nennen. Ach, hier sind wir. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also, jetzt erst wieder. Wir haben ja schon eine ziemlich krasse Distanz zurückgelegt. Einmal. Halt! Flussraptoren. Nicht gut. Ich glaube nicht, dass sie die schaffen. Guck mal, wie viele das sind. Also Hungersnot hat man hier nicht. Wollen die Stadt angreifen? So, Faulzahn. Hier ist schon irgendwas los. Ich hoffe, die wollen nicht mich angreifen.
Ihr seid nett zu mir, oder? Ich speichere mal lieber ab. Anfang. Das war das Tutorial. Ich habe ein Tutorial hochgeladen. Hatte ich ja gesagt. Gesegnet seist du, Bruder. Ah, okay. Jetzt haben wir die Trainingswerkbank hier abgeschlossen. Ja, so groß ist Faulzahn ja gar nicht. Ziemlich klein, aber... Fein ist es. Da dürfen nicht rein, ist Verbot. Ah, das hier ist Essen. Legen die eigentlich auch Technik ab? Das weiß ich gar nicht mehr. Da oben ist Traveling. Da ist, die heiligen Lappen. Die elenden Bestien sollten eigentlich... Achso, ich habe einen von den Typen dabei. So, reden wir erstmal mit dem. Wir brauchen nämlich ein bisschen weniger... Ich muss gleich mal die Folge beenden, aber wir verkaufen gerade noch unser Zeug. Den Motor behalten wir mal. Hehlerchance. Achso, den haben wir geklaut von Banditen. Preisaufschlag 100%. Preisaufschlag. Perlentasse. Bam. Kämpfen die da gerade? Ich habe hier abgespeichert. Grog, leere Grogkanister. Blut rum. Das führende Licht. Bla, la, la. Und dann bla. Guck mal, da kämpfen sie gegen diese ganzen Raptoren, oder? Das habe ich ja eigentlich gehofft. Die kleine Junge und das Skelett zerstückelt wurde. Das meisterverkaufte Kinderbuch der heutigen Zeit. Der kleine Timmy mochte es, bis die Bäume zu klettern und seine Freunde zu verstecken zu spielen. Doch unterließ uns stets in bla... gesucht. Schlechter von Schwarzriss. Nimm das mal mit, ist geil. Guck mal unten. Die alle abgeknallt. Kate, Vasquez, du gehst mal nach da unten. Du lootest das mal. Hier noch einmal gucken. Nee, das ist sonst nichts. Da können wir nicht rein. Alter, was ist denn hier los? Guck. Die dreckigen Raptoren versuchen überall reinzukommen. Aber ist alles zu. Eigentlich müssen wir irgendwo pennen. Hier ist die Bar, ne? Können wir noch hier oben schlafen. Ist jetzt sowieso Nacht. Können wir noch hier oben schlafen. Da. Das ist nicht die Bar, das ist was anderes gewesen. Vasquez war am Looten. Alter, die haben ja auch Leder. Ach so, das kann ich nicht gebrauchen, ne? Faules, rohes Fleisch. Aber das Leder kann ich gebrauchen. Nehmen wir direkt mit. Ist mir egal. Gehen wir auch hier oben holen. Da. Und dann warten wir, bis es Tag ist. Da haben wir hier noch... Da ist noch ein Händler. Der ist aber auch zu, ne? Ja. Müssen wir halt warten. Geschäftszeiten. Stellt euch vor... Da kommen die ruhigen Lappen. Ihr könnt ja gerne faules Fleisch essen. Wie sie einfach auch... Das ist krass. So, jetzt gehen wir schlafen. Und dann gucken wir, ob wir hier jemanden kaufen können. Oh, Vasquez wurde verprügelt. Was ist los? Was hat sie getan? Ach, ist nicht stehen geblieben, ne? Alter, was ist denn jetzt los? Die ganzen Söldner sind am Ausrasten. Okay, Leute. Ich glaube, ich muss sie nochmal laden. Gut, dass ich gespeichert habe kurz vor der Stadt. Dann mache ich das gleich nochmal. Da muss man echt aufpassen. Ich bin zu schnell hier am Rumscrollen. Aber cool, wir gucken, was sonst noch passiert. Wir gucken mal, wenn wir hier noch anheuern können. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Stadt. Das war's erstmal von mir, Leute. Bis dahin. Haut rein.